Assassin's Creed ist eine Actionspielserie, die auch für historische Settings bekannt ist. Im neuesten Teil ist jedoch erstmals so etwas wie ein Lernspielmodus versteckt. Die Discovery Tour bietet historische Fakten in Form von Text und Audio. Geschichtsstunde für zu Hause, das Videospiel verwandelt sich zum Lehrplan. Einige Schulen beschreiten dagegen den umgekehrten Weg. Hier wird der Lehrplan zum Videospiel. An der Achertal-Schule in der Nähe von Baden-Baden wird Classcraft eingesetzt, eine Unterrichtsmethode, die per Tablet aus den Schülern Fantasiefiguren macht und aus der Schulstunde ein Rollenspiel. Es ist ungewohnt zum ersten Mal, aber es macht sehr viel Spaß. Also ich finde super das Spiel. Letztes Jahr habe ich sehr gute Note gehabt, dank dieses Spiel. Da gibt es coole Fähigkeiten, die man sich freischalten kann und so weiter, die man im Unterricht einsetzen kann, ja. Wie in einem Rollenspiel bekommen die virtuellen Figuren der Schüler Missionen. Nur werden hier nicht hektisch Knöpfe gedrückt. Die Waffen in Classcraft sind richtige Antworten in Fächern wie Deutsch und Mathe. Für richtige Antworten und gutes Benehmen gibt es Erfahrungspunkte und Gold. Dafür bekommt der Schüler etwa längere Pausenzeiten, die virtuelle Figur, neue Ausrüstung. Philipp Staubitz benutzt Classcraft seit September 2016 und hat trotz anfänglicher Skepsis gute Erfahrungen gemacht. Natürlich, es kommt immer auf die Arbeit, auf das Lernen etc. an. Was ich aber gemerkt habe, unabhängig von Noten, ist, dass die Motivation unglaublich gestiegen ist. Also das ist wirklich ein Effekt, den man jeden Tag spüren kann. Notenmäßig würde ich behaupten, es hat sich verbessert, aber ich könnte jetzt keine Zahl oder keinen konkreten Durchschnitt nennen, wie sich das gesteigert hat. Noten allein seien kein ausreichender Anreiz, um Schüler nachhaltig zu motivieren, sagt Roman Rackwitz, Experte für Gamification, der Anwendung von Mechanismen und Abläufen aus Spielen im Alltag. Um warum zu haben, nur weil ich danach eine gute Note schreibe, ja, das ist ein rationeller Grund. Aber wir Menschen sind nun mal eher emotional als rationell bedingt. Von daher fehlt das. Und das ist etwas, was Stories sehr, sehr gut bringen. Weil ich denke, es hat niemand besser geschafft als die Spielindustrie, rauszufinden, was die Leute wirklich bewegt, dass sie überhaupt anfangen, was zu machen und dann auch lange bei der Stange bleiben. Bleibt eine ketzerische Frage. Ist die Integration von Videospielen im Unterricht nicht die sicherste Methode, das Medium bei Jugendlichen uncool zu machen? Ja, das ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, weil der Hintergrund von Gamification ist ja, dass man die eigentliche Anstrengung, die eigentliche Arbeit dahinter ja ein Stück weit auch vergisst. Ich glaube eher, wenn Schule sich öffnet und Schule natürlich auch mehr von der Lebenswelt der Kinder zulässt, dass das eher einen nachhaltig positiven Effekt haben kann. Mit Classcraft bewegt sich der Unterricht ein wenig in Richtung Videospiele. Mit der Discovery Tour in Assassin's Creed Origins bewegen sich Videospiele ein wenig in Richtung Unterricht.